Im Folgenden werde ich über den Film Ludwig van von Mauricio Kagel sowie dessen Beethoven-Rezeption sprechen. Ich werde zweitens über ein imaginäres Konzert- und Performanceprojekt berichten, eine Rückverzauberung des Kagel-Films als begehbare Rauminszenierung. Und drittens möchte ich eine experimentelle wissenschaftliche Methode vorstellen, die eine neue Perspektive auf diese beiden Projekte eröffnen soll. Doch zunächst für den Fall, dass jemand den Film noch nicht kennt. Ludwig van ist ein etwa 90-minütiger Schwarz-Weiß-Film zum 200. Geburtstag Ludwig van Beethovens von Mauricio Kagel, der zwischen 1969 und 70 entstand und sich kritisch mit der Beethoven-Vermarktung jener Zeit auseinandersetzt. Der Film beginnt mit einer Sequenz, bei der Dieter Roth im Bademantel beim Rasieren sinniert: Diese Beethoven-Jahrerei, diese Beethoven-Bum-Bum-Bum-Jahrerei, dieses Bum-Bum, diese Beethoven-Bummelei, Bums-Bummerei, diese Bumserei, dieses Beethoven-Bummelei. Der Künstler im Studio ist dem Komponisten sehr ähnlich, denn er hat die Möglichkeit, nachträglich zu redigieren. Dies verleiht ihm eine Macht. Es ist eine andere Macht als die, von der Sie gesprochen haben. Sicherlich, aber sie ist real. Der Künstler im Studio ist dem Komponisten sehr ähnlich. Der Film besteht grob aus zwei Teilen und hier zitiere ich einen Artikel aus Wikipedia. Im ersten Teil besucht Beethoven dargestellt von einem in historisch nachempfundener Garderobe gekleideten Kameramann das Bonn der 1960er Jahre. Mit dem Zug in Bonn angekommen, flaniert dieser zunächst zwischen Sehenswürdigkeiten auch seiner eigenen Person umher, bis er in einer Einkaufsstraße in einem Schallplattengeschäft seine für das bevorstehende Beethoven-Jahr ausgelegten Werke betrachtet. Im zweiten Teil des Films werden kurze Sequenzen aneinandergereiht, in denen Kulturbeiträge, wissenschaftliche Sendungen sowie musikalische Fernsehauftritte parodiert und abstrakt dargestellt werden. Kagel konnte für diesen Teil Werner Höfer mit seinem internationalen Frühschoppen gewinnen und lud darüber hinaus andere Künstler ein, die teilweise mitspielten, teilweise die Räume eines imaginären Beethoven-Hauses ausstatteten, darunter so berühmte wie Joseph Beuys, Dieter Roth, Stefan Wewerka und andere. Mein imaginäres Projekt besteht nun darin, ein für das Publikum begehbares Haus zu inszenieren, in dem Kagels Perspektive auf die Konstellation um das Beethoven-Haus durch heutige künstlerische Positionen aktualisiert wird. Das Haus wird für das Publikum individuell erfahrbar, indem es die verschiedenen audiovisuellen Räume in eigener Zeit erkunden wird. Analog zu Kagel möchte ich dafür wichtige VertreterInnen künstlerischer Positionen unserer Zeit bitten, sich an einer Kollaboration zu beteiligen und reale Räume visuell und akustisch zu schaffen, die zu Kagels Metaprojekt in einen vielversprechenden Dialog treten. Dieses performative Reenactment sehe ich auch als Methode zur Wieder- oder Rückverzauberung der Welt, von der die Theater- und Literaturwissenschaftlerin Erika Fischer-Lichte in ihrer Ästhetik des Performativen spricht. Darin kommen Positionen vor, wie die der von Geburt an taubstummen Komponistin Christine Soon Kim, die sich bewusst außerhalb eines Kanons von Hörenden positioniert. Oder des Künstlers Tim Beresheim, der mit computergenerierten Tafelbildern Szenerien darstellt, die sich im dreidimensionalen illusionistischen Raum abspielen. Oder die des bekannten Solopianisten Marino Formenti, der bekannt wurde durch Performances, die die traditionelle Form eines klassischen Konzertes in Frage stellen oder gar im Bereich der Konzeptkunst anzusiedeln sind. Der Künstler im Studio ist dem Komponisten sehr ähnlich, denn er hat die Möglichkeit, nachträglich zu redigieren.
Der Künstler im Studio ist dem Komponisten sehr ähnlich. Denn er hat die Möglichkeit, nachträglich zu redigieren. Dies verleiht ihm eine Macht. Es ist eine andere Macht als die, von der Sie gesprochen haben. Sicherlich. Aber sie ist real. Es ist etwas, was man... Mal abgesehen von seiner künstlerischen Leistung, bedeutet der Ludwig-Fann-Film für mich auch etwas unmittelbar Persönliches. Vor 50 Jahren, als Kagel seinen Film zum Beethoven 200-Jubiläum in Köln drehte, war ich gerade noch nicht ein Jahr alt. Viele der Szenen in Bonn am Rhein, teilweise auch in Köln, sind damit Dokumente meiner eigenen Kindheit. Wenn ich sie von heute aus betrachte, lässt mich das nicht unberührt. Der Film zeigt das Köln meiner Eltern und meiner Großeltern, das man hier in Schwarz-Weiß und mit vermeintlich amateurhafter Handkamera à la Cinema Verité gefilmt sieht. Die Szenen könnten auch von meinen Eltern gefilmt sein. Man sieht Touristen, die Rheinpromenaden in Bonn und in Köln im Sommer und Erinnerungen an meine Kindheit werden wach. Es zeigt sich, wie sich Medien ändern, Mode, Architektur. Inzwischen bin ich 51. Diese 50 Jahre, die seit der Entstehung von Kagels Film vergangen sind, sind schon ein ordentliches Stück Leben. In weiteren 50 Jahren wird meine geliebte Tochter Charlie dann als Erwachsene Beethovens 30. Jubiläum erleben. Wie wird die Musik ihrer Zeit dann klingen? Aachen, 1970, Kagel, Kraftwerk, Beethoven. 2020, Köln, Schmickler. Wo wir schon bei runden Geburtstagen sind. 1970 gründeten Ralf Hütter und Florian Schneider ihr elektronisches Klingklangstudio und starteten das Multimedia-Projekt Kraftwerk. Seinerzeit im Beethoven-Jahr 1970 hatte das noch junge Projekt Kraftwerk in Mauricio Kagels Musiksalon in der Neuen Galerie Aachen eine musikalische Performance mit Schallplattenspielern aufgeführt, die sich auf Beethovens Streichquartett Nummer 15 in A-Moll bezog. Geplant ist, dass auch Kraftwerk zu ihrem 50-jährigen Bestehen im Rahmen von Beethoven 2020 auftreten sollen. Es folgt nun der dritte Satz des Streichquartett Opus 132 in A-Moll, Heiliger Danksagung eines Genesenen an die Gottheit, in der lydischen Tonart und Kraftwerk, Ruckzuck sowie Senior Coconuts Adaption von Kraftwerk Mensch Maschine. Das heißt, den total autonomen Schaffensprozess, den gab es sowieso noch nie, oder wie? Den gab es noch nie, nee. Das ist ja auch, das ist eine merkwürdige Vorstellung, weil das irgendwie so ein Wesen suggerieren, was gar nicht in der Welt ist. Also was quasi in seinem Schöpfungsprozess sich so aus der Welt verabschiedet, dass es keinen Körper hat, keine Instrumente, keine Umgebung, keinen Kontext, keinen Diskurs, keine Vergangenheit. Sowas gibt es natürlich nicht. Muss ich mir dann also Beethoven auf eine bestimmte Art auch schon programmiert vorstellen? Natürlich. Das ist die Frage, was programmiert heißt.
wenn wir jetzt mal auf die Rezeptionen von solcher Musik schauen. Also dieser Hype damals hat sich wieder gelegt und man muss ja auch sagen, dass wenn man sich die Trends in der neuen Musik jetzt so anschaut, dass die durchprogrammierte Musik jetzt nicht gerade ein Publikumsrenner ist, oder? Das ist richtig, die ist nicht mehr so furchtbar präsent, aber was dafür sehr präsent ist, ist irgendwie jede Mischform. Ja, so interagieren, ne? Sind da für Sie Wirkungen oder Erkenntnisse dabei, die, also ich sag's jetzt mal provozierend, über avancierte Spielerei losgehen? Die neue Galerie Aachen ist insofern ein interessantes Scharnier, da diese ebenfalls 1970 vom internationalen bekannten Kunstsammler Peter Ludwig gegründet wurde. Peter Ludwig war verheiratet mit Irene Monheim, mit der ihn nicht zuletzt das Interesse an der Kunst verband. Er trat dann in die Firma Leonard Monheim ein, Trumpfschokolade, Lind, und baute die Firma, die später in Ludwig-Schokolade umbenannt wurde, zu einem in den 1970er und 80er Jahren führenden deutschen Unternehmen in dieser Branche aus. Peter Ludwig, Ludwig van Kagel, Schokolade van Dieter Roth. Muss man Kagels ironische Kritik an der Beethoven-Rezeption von 1970 aktualisieren? Um der Musik Beethovens zu huldigen, hat man unter der Marke Beethoven 2020 ein unglaubliches Eventprogramm zusammengestellt. Hier gibt man sich auch eine Beschäftigung jüngerer Komponistinnen mit künstlicher Intelligenz und oder aber Kraftwerk, bei dem ca. 20.000 Besucher erwartet wurden. Überhaupt scheint Beethoven vor allem als Schirmherr zu dienen, seine Musik findet eher nebenher statt. Die Philharmonie Köln etwa bringt gleich ein Non-Beethoven-Projekt auf den Punkt. Eine Pianistin lud gleich 250 zeitgenössische Komponistinnen ein Stückchen über Beethoven zu komponieren. Der Kreativität sind offensichtlich keine Grenzen gesetzt. Und obwohl der berühmte Komponist bereits vor 193 Jahren verstarb, prägt er seine Heimatstadt Bonn bis heute. Dort gibt es das Konzerthaus Beethovenhalle, das Museum Beethovenhaus und ein prachtvolles Beethoven-Denkmal am Münsterplatz. Einige Geschäfte tragen seinen Namen, die Bonner Stadtwerke bieten sogar Beethoven-Strom an. Ob der Stromanbieter das Konzert der Gruppe Kraftwerk unterstützt, ließ sich bisher nicht klären. Ein Brillenetui nebst Putztuch beispielsweise, Schlüsselanhänger oder die hübsche Spieluhr Bagatelle Opus 119 Nummer 1 kann sich jeder leisten. Spieluhren, der Taschenspiegel, ein Teddybär mit wilder Haartracht oder Teigausstecher Achtelnote, sie alle kommen nicht ran an den Verkaufsschlager, die Badeente Beethoven. Beethoven, Henkelstofftaschen etwa und all die Stieler-Produkte, die T-Shirts mit Aufdrucken wie Ludwig Lives oder 9. Sinfonie, stammen aus der Bundesstadt, der Beethoven-Würfel auch. 70 Cent kostet eine Beethoven-Dublone aus Edelvollmilchschokolade mit intensivem Geschmack. Drei feine alkoholfreie Haselnuss-Nougat-Pralinen gibt's für 4,90 Euro. Trotz des Riesenangebotes von preiswerten Magneten bis zum Echtbronzeguss nach einem Originalmodell des Rodin-Schülers Naum Aronson für knapp 1.000 Euro werden immer wieder nach den Beethoven-Plastiken des Bildhauers Ottmar Hörl gefragt, die 700 an der Zahl bereits im Juni 2019 auf dem Münsterplatz zum Eyecatcher geworden waren. Im Shop sind zwei vertreten in Grün und Gold. In das metallene Pillendöschen Beethoven für 5,90 Euro mit dem legendären Motiv des Stieler-Porträts hätten des Meisters Medikamente wahrscheinlich nicht annähernd hineingepasst. Das ikonische Porträt von Joseph Karl Stieler, gemalt zwischen 1819 und 20, zeigt den Bonner Beethoven beim Komponieren der Missa Solemnis und es ziert zurzeit eine Menge von Andenken an Beethoven 2020. Das Beethoven-Jahr? Der rote Schal mit Beethoven-Emblem ist vorübergehend ausverkauft. Dafür gibt's im Altstadt-Shop Ludwig van B. in der Breite Straße vegane Seifen mit dem Konterfei des Meisters. Ludwigs Beste etwa mit fruchtig-frischem Sanddornduft
oder Ludwigs Number 9 mit leichter Orangennote. Bleibt die Frage, wird Beethoven in der Welt missbraucht? In Kagels Film diskutiert Werner Höfer in einem imaginären internationalen Frühschoppen mit verschiedenen Musikjournalisten. Heinz-Klaus Metzger konstatiert: Herr Metzger, gibt es so etwas wie einen missbrauchten Beethoven? Oh ja. Schon längst kann die bürgerliche Gesellschaft, einst selber revolutionär, nicht mehr leben, ohne ihre Klassiker systematisch auf den Hund zu bringen. Korrekte Interpretationen ihrer Werke vermöchte sie sich in der Tat kaum noch zu leisten, denn sie fände ihre eigene Negation in ihnen angelegt. Folgerecht ist heute der approbierte Kulturbetrieb, in den nicht umsonst von oben die Subventionen fließen, die von den Unteren aufgebracht werden müssen, insgesamt darauf angelegt, die Werke in etwas Positives zu verkehren, um sie genießbar zu machen. Zu Wege bringt dies technisch eine bestimmte, auf keinerlei Analyse der kompositorischen Struktur beruhende Art der Darbietung, wie sie einzig der Unterhaltungsmusik adäquat wäre. Der tiefe Wunsch, den Intellekt, dessen Element die Negativität und damit die Erschütterung der bestehenden Verhältnisse ist, seines Stachels zu berauben und sogar seine widerspenstigsten Objektivationen am Ende zu neutralisieren, ja sie geradezu mit der Eigenschaft der Verzehrbarkeit zu begaben, hat seine Zeichen früh bereits in den Namen manchen Gebäcks hinterlassen. Leibniz-Keks, Schiller-Locken, Mozart-Kugeln. Und bei Beethoven? Da hat man einen solchen Ausdruck wohl noch nicht gefunden, aber dafür wird er entsprechend aufgeführt. Denn die an dergleichen Idealen universaler Komestibilität orientierte musikalische Aufführungspraxis, deren gegenwärtig schier überragender Exponent Herbert von Karajan ist, hatte freilich schon vorher durch die dank davor waltenden Dummheit der berühmten Interpreten meist zwar bewusstlose, doch gleichwohl den Systemzweck der Beschwichtigung in der bestehenden Gesellschaft nicht verfehlende Unterschlagung des Kompositorischen in gängigen Aufführungen dazu geführt, dass sogar Beethoven populär werden konnte. Herr Heinz-Klaus Metzger, darf ich Sie eben unterbrechen? Ich habe nicht alles verstanden, was Sie gesagt haben, aber... Ich möchte nun eine experimentelle wissenschaftliche Methode vorstellen, die eine neue Perspektive auf diese beiden Projekte eröffnet und fragen, was von Kagels Geste ausgeht, einem experimentellen Film mit künstlerischen Positionen zur Beethoven-Rezeption. Zum einen erleben wir durch den Film eine kritische Auseinandersetzung der beteiligten KünstlerInnen mit Beethovens Werk oder vielmehr Beethovens Werk für uns. Ist dieser Film damit eigentlich ein künstlerisch-wissenschaftliches Projekt über Beethoven und seine Rezeption? Kagels Geste bietet auch eine epistemische Ebene einer Erkenntnis jenseits von Sprache, und dazu würde ich gern etwas ausholen. Die Ethnologie bzw. Medienanthropologie kennt unterschiedliche Herangehensweisen, die sich mit dem Problem des Beobachters und dessen Rolle im Hinblick auf den Forschungsgegenstand auseinandersetzen. Denken Sie an ethnografischen Film und Jean Rouch und seine als Ethnofiction bezeichneten Werke. Die Anwesenheit des Beobachters in einer wissenschaftlichen Feldforschung in Kagels Film zum imaginären Beethovenhaus ist hier präsent, indem der Autor Beethoven zum Beobachter seiner eigenen Historisierung macht. Und diese Historisierung kommentiert der Film äußerst kritisch, unter anderem, indem Beethoven Büsten aus Schokolade von Dieter Roth zertrümmert werden. Im echten Beethovenhaus werden wir uns als Besucher selten bewusst, dass die Darstellung eine implizite Absicht besitzt, indem sie uns bestimmte Dinge zeigt und andere vorenthält. Uns die Umstände für die jeweiligen Entscheidungen, was zeigenswert ist und was nicht, vorenthalten werden, selbst wenn diese Agency, die implizite vorwegnehmende Auslegung, nicht bewusst eingesetzt wird. Nun, dies ist ein Argument, das man vielleicht jeder Wissenschaft vorhalten kann und ist sicherlich etwas ungenau. Kagels Film geht einerseits darauf ein, dass er ein alternatives Beethovenhaus zeigt, indem er einige der Künstler Unorte schaffen lässt, etwa indem sie Beethovens Rumpelkammer inszenieren. Sensory Ethnography ist eine experimentelle Methode, die innovative Kombinationen von Ästhetik und Ethnographie fördert.
Sie nutzt analoge und digitale Medien, Installationen und Performance, um die Ästhetik und Ontologie der natürlichen und unnatürlichen Welt zu erforschen. Kann man Kagels Film eine wissenschaftliche Methode zuordnen? Durch die Nutzung von Perspektiven aus der Kunst, den Sozial- und Naturwissenschaften sowie den Geisteswissenschaften richtet Sensory Ethnography den Blick auf die vielen Dimensionen der Welt, sowohl der Belebten als auch der Unbelebten, die nur schwer, wenn überhaupt, mit Worten wiedergegeben werden können. In Anlehnung an den Begriff Sensory Ethnography möchte ich in diesem Zusammenhang eine experimentelle musikwissenschaftliche Methode vorschlagen, die ich Sensory Musicology nenne. Sensory Musicology wäre demnach eine musikwissenschaftliche Methode auf Basis von künstlerischer Nachstellung eines gegebenen Werks. Und diese Nachstellung ist medial deutlich abgrenzbar von einer Interpretation, wie wir sie im Musikbetrieb von einer Aufführung eines Werkes kennen. Moment, ich glaube, ich habe hier etwas, entschuldigen. Ich komme gleich wieder.
Die Sequenz Nummer 31 spielt im Badezimmer einer Suite des Excelsior Hotels in Köln. Das Drehbuch beschreibt, dass etwa 100 Beethoven-Büsten von Dieter Roth in Schmalz oder Marzipan gegossen im Badezimmer gelagert sind. Die Büsten seien so aufzustapeln, dass das Badezimmer nicht sofort als solches erkennbar ist. So sollten diese aus der mit Wasser gefüllten Badewanne herausquillen. Alle Büsten werden der Kamera gezeigt, dann schwenkt die Kamera zum Fenster. Draußen zerschlägt der Künstler Dieter Roth die Büsten, die zu ihm gebracht werden. Er gibt ein Statement zum Beethoven-Jahr ab. Robert, Bemmet, Dorothy, Bridget, Bebier, Beschnaps, Bewein, Johannes van Bamsel, Bamse Brahms, Besetzt, Brot, Bamsterdam, Rotterdam, Brause, Bimmel van Bammel, George, Baschenbecher, Bemmet van Bemmet, Bier van Schnaps, Bewahre uns, Brot van Brause, Birne van Apfel, Bär, Bondré, Beuys van Butter, Benebel, Basel am Brein, Bitter, Beiter, Beißer, Bebart, Bratkartoffel, Blampe van Strom, Blampe van Gas, Blampe van Petroleum, Petroleum, Blenoleum, Bauto, Pepelikan, BP, Wurstbrot, Bratwurst, Käsebrot, Käsebrot van Bratwurst. Gute Nacht, 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 gute Nacht. Und wo wir schon bei runden Geburtstagen sind. I'm sitting in a room different from the one you are in now. I'm recording the sound of my speaking voice and I'm going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have.